Mir wird oft die Frage gestellt, was brauche ich eigentlich, wenn ich Hörspielcutterin oder Hörspielcutter werden möchte? Was brauche ich da an Software, welche Skills brauche ich da und so weiter? Und genau dieser Frage möchte ich in diesem Video nachgehen. Also bleibt dran! Glück auf und willkommen! Ich bin der Daniel von Mein Ohrenkino. In diesem Workshop möchte ich euch einmal eine kleine Übersicht geben, was man so als Hörspielcutter alles haben muss, welche Software man haben muss, welche Technik man so haben muss und vor allem, welche Skills man mitbringen muss. Das soll hier keine 1:1 Anleitung werden, also ich erkläre euch jetzt hier nicht Schritt für Schritt, wie werde ich ein Hörspielcutter, sondern ich zeige euch hier wirklich in einer kleinen Übersicht, welche Skills ihr benötigt, welche Software man wirklich haben möchte und gebe euch also eine kleine Basis, wo ihr dann später selber nochmal nachgucken könnt und schwerpunktmäßig euch schlau machen könnt. Dieses Video richtet sich auf jeden Fall an absolute Einsteiger, an Menschen, die wirklich vorher noch kein Hörspiel produziert haben, vielleicht auch nicht so viel Ahnung von der Materie haben. Deswegen sind die Informationen, die ich hier gebe, wirklich für Einsteiger gedacht. Es geht also nicht extrem so in die Tiefe, sondern das müsst ihr dann später nochmal selber machen oder ihr wartet einfach, ob ich zu diesem Thema vielleicht auch noch einen Workshop mache. Deswegen, wie gesagt, dieser Workshop richtet sich wirklich an absolute Einsteiger. Ich würde sagen, dann warten wir auch nicht lange, wir steigen direkt ein, also lehnt euch zurück, entspannt euch, es geht los. Punkt Nummer 1 auf der Liste wäre Software und Hardware. Jetzt ist es so, wenn ihr ein Hörspiel produziert, ihr braucht jetzt nicht absolutes High-End-Equipment, das ist wirklich nicht nötig, aber ihr braucht schon als Basis, ich sag mal, einen ganz guten PC oder einen Laptop, je nachdem, was euch da beliebt. Aber auch da ist es wirklich so, ihr müsst da jetzt wirklich nicht einen absoluten Gamer-PC oder so haben, mit weiß ich nicht wie viel Quad-Cores. Das ist so nicht nötig. Es reicht wirklich auch für den Anfang ein normaler PC mit schon ordentlich Leistung. Ein bisschen RAM sollte auf jeden Fall drin sein. Das sollte die Basis für eure DAW sein. Wenn ihr mit dem Begriff DAW nichts anfangen könnt, das bedeutet lediglich Digital Audio Workstation und das beschreibt euren Arbeitsplatz, wo ihr alles zusammen habt, euren Rechner, eure Software und so weiter. Wenn ihr als Basis also einen Computer habt, ist das Wichtigste schon mal erledigt. Das nächste, was ihr auf jeden Fall braucht, sind Nahfeldmonitore, also sprich Lautsprecher. Nahfeldmonitore braucht ihr deswegen, weil es wichtig ist, die Monitore stehen in der Regel in der Nähe von euch, also auf dem Schreibtisch oder hängen an der Wand und das Schallfeld von den Boxen ist relativ nah, weil ihr wirklich nah da dran sitzt. Deswegen ist es sinnvoll, dass ihr da spezielle, also Monitore habt, so nennt sich das, die dafür geeignet sind, dass man die wirklich auf den Schreibtisch stellen kann und dass der Abstand davon nicht so weit sein muss, dass der Klang immer noch gut und natürlich ist. Dann braucht ihr natürlich die Möglichkeit, die Boxen anzuschließen. Ich habe das bei mir zum Beispiel so gelöst, dass ich ein externes Audio-Interface benutze. Das ist eine externe Audiokarte, wo ich eben zusätzlich noch Geräte anschließen kann, wie zum Beispiel ein Mikrofon oder ich könnte noch eine Gitarre anschließen oder ich könnte noch was anschließen und habe auch die Möglichkeit, das alles einzeln in der Lautstärke zu regeln. Die Nahfeldmonitore eignen sich auf jeden Fall dazu, wenn ihr zum Beispiel den Sound abhören möchtet und ihr möchtet so einen natürlichen Klang haben und ihr möchtet wissen, wie das Ganze so ein bisschen klingt, dass ihr einfach ein Gefühl dafür habt, wie der natürliche Klang von eurer Geräuschkulisse ist. Wenn ihr noch ein bisschen tiefer gehen wollt und ihr müsst wirklich genau ins Detail hören, wenn ihr zum Beispiel Geräusche filtern wollt oder ihr müsstet Störsignale suchen und so weiter, dann eignet sich auf jeden Fall ein ordentlicher Studio-Kopfhörer. Dafür habe ich mir von Beyerdynamic den Klassiker DT770 Pro gegönnt. Das ist ein Studio-Kopfhörer und ich sag mal, der löst den Sound schon relativ genau auf. Und damit könnt ihr wirklich kleinere oder kleinste Geräusche identifizieren und dann aus eurem Hörspiel einfach rauskicken. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall in einen halbwegs tauglichen Kopfhörer investieren. Neben der Hardware brauchen wir natürlich auch ein bisschen Software. Bei der Software ist es so, da liegt es an euch, was ihr benutzen möchtet, je nachdem, wie viel Geld ihr dafür ausgeben möchtet oder ihr möchtet vielleicht mit einer kostenlosen Software arbeiten. Deswegen sei hier nur gesagt, es bleibt euch überlassen. Ihr müsst euch damit wohlfühlen, ihr müsst euch mit dieser Software einfach auskennen, ihr müsst sie bedienen können. Deswegen ist es eigentlich egal, womit ihr arbeitet. Hauptsache, ihr kommt damit zurecht. Ich selber komme sehr gut mit Cubase zurecht. Ich arbeite mit Cubase Artist und damit schneide ich eigentlich alle meine Hörspiele.
Cubase bietet zusätzlich natürlich noch einige Features. Es ist zum Beispiel so, es gibt einige Tools, die da noch mit an Bord sind, wie zum Beispiel der Kompressor. Das sind auch wiederum Sachen, die müsst ihr euch vielleicht dazu kaufen, weil nicht jeder Sequencer bringt das von Haus aus mit. Und es macht auch durchaus Sinn, zusätzliche Tools zu haben, wie zum Beispiel einen Kompressor oder einen De-Esser. Das sind zum Beispiel, wenn ihr S-Laute und so weiter killen möchtet. Wichtig ist auf jeden Fall, es kommt nicht auf die Quantität an von den Plugins, dass ihr also so viele Plugins wie möglich habt, sondern es geht wirklich um Qualität und es geht natürlich auch um das Verständnis, wie ein Tool funktioniert. Das heißt, wenn ihr nicht verstanden habt, wie so ein Tool funktioniert, dann lasst es am besten auch weg. Ich will euch jetzt hier auch keine Übersicht geben, welche Tools ihr auf jeden Fall haben müsst, weil das hängt von jedem selber ab und es hängt auch davon ab, was braucht ihr, mit was könnt ihr wirklich das Ziel erreichen, was ihr euch gesetzt habt. Deswegen geht es hier überhaupt nicht darum, welche Tools wirklich im Einsatz sind, sondern ihr müsst damit klarkommen und ihr müsst euer Ziel erreichen. Ich habe auch einige Standard-Tools, die ich immer ganz gerne benutze, um den Sound so ein bisschen satter zu machen oder vielleicht die Höhen ein bisschen zu reduzieren oder eben auch S-Laut zu killen oder einem das Rauschen zu minimieren. Das sind alle Sachen, da könnt ihr euch einfach mal schlau machen, was euch interessiert, was ihr braucht. Und wichtig ist natürlich immer, ihr müsst verstehen, wie dieses Tool funktioniert und damit ihr es auch wirklich ordentlich bedienen könnt, weil das gehört nun mal auch zum Alltag von einem Hörspielcutter bzw. Hörspielcutterin. Ich nenne immer Hörspielcutter zuerst, das ist unhöflich. Der zweite Punkt wird euch vielleicht etwas überraschen. Mich hat er damals auch überrascht, weil für mich war das eigentlich selbstverständlich, wenn ich den Auftrag bekomme, ein Hörspiel zu vertonen oder wenn ich selber ein Hörspiel vertonen möchte, ist es ja, dass man die Aufnahmen von den Sprechern oder von der Cast womöglich noch bekommt. Aber dann geht es ja weiter. Woher bekommt ihr denn die Sounds, die Geräusche, die Musik? Und oft ist es so, dass man auch erwartet, dass wenn ihr das Hörspiel vertont, dass ihr eben auch über ein Soundarchiv bzw. vielleicht auch über ein Musikarchiv verfügt, das ihr einsetzen könnt. Ich habe über die Zeit wirklich viele Sounds selber aufgenommen. Ich habe mir also selber ein kleines Archiv zusammengestellt. Ich habe aber auch viele Teile von Soundarchiven dazu gekauft, weil ich die einfach selber nicht aufnehmen kann. So viel Zeit habe ich nicht. Deswegen könnte es auch einfach sein, dass ihr ein bisschen Geld in die Hand nehmen müsst und euch einfach Sounds dazu kauft. Ich habe auch schon mal ein Video gemacht, welche Sound Libraries ich so weiter benutze. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch das auf jeden Fall unten in die Videokommentare. Beziehungsweise ich verlinke euch das in die Videocaption. So ist es richtig. Ich hatte auch schon den Fall, dass ich ein Soundarchiv ausgeliehen bekommen habe. Das war bei Holysoft der Fall, weil sie haben ein gigantisches Soundarchiv und manche Hörspiele haben ja auch einfach schon Sounds, die immer wiederkehren. Und da haben wir es ganz einfach so gemacht. Ich habe denen eine Festplatte zugeschickt und dann hat man mir da das Soundarchiv drauf gespielt und dann hat man wieder zurückgeschickt. Und immer wenn ich dann für Holysoft ein Hörspiel produziert habe, beziehungsweise die Vertonung übernommen habe, habe ich mir diese Platte angeschlossen und habe davon dann die Sounds benutzt. Es ist allerdings so, davon dürfte nicht standardmäßig ausgehen, deswegen wäre es sinnvoller, wenn ihr euch einfach über die Zeit ein eigenes Soundarchiv besorgt und es zusammenkauft oder vielleicht auch einfach selber aufnehmt. Kommen wir dann zum dritten Punkt auf der Liste und zwar die Skills. Es geht um das Grundverständnis für, ich sag mal, die digitale Signalverarbeitung. Wie benutze ich die Technik? Wie benutze ich die Software? Wie reagieren die Komponenten miteinander? Wie zum Beispiel das Grundprinzip eines Kompressors. Wenn ihr das Grundprinzip davon nicht verstanden habt, könnt ihr es also nicht richtig benutzen. Und ich habe in vielen Produktionen schon gehört, dass es nicht richtig gemacht wurde oder zu krass gemacht wurde oder vielleicht zu wenig gemacht wurde. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr in der Basis ein technisches Grundverständnis für die Sachen habt. Und es ist auch gar nicht so einfach. Dafür habe ich mir auch viele Tutorials angeguckt, als ich mit der Hörspielproduktion angefangen habe. Habe ich mir auch viele Sachen einfach ja über YouTube zusammengucken müssen, weil ich da einfach keine Ahnung von hatte. Der zweite Weg ist natürlich, ihr besorgt euch ein bisschen Literatur. Ich habe mir zum Beispiel dieses Buch damals gegönnt. Das wird es auf dem Markt, glaube ich, nicht mehr geben, weil es ist schon relativ alt. Das ist hier von Thomas Sandmann, Effekte und Dynamics. Aber das Grundverständnis
Grundprinzip wird da von ganz vielen Sachen erklärt, vom Kompressor angefangen, über andere Signalwege. Und wenn man mal sich nicht sicher ist und sich nicht auskennt, dann ist sowas natürlich auch immer hilfreich, wo ihr einfach mal nachschlagen könnt, nachlesen könnt und euer Wissen ein bisschen vertiefen könnt. Neben dem technischen Gespür gibt es natürlich noch das Gespür für Lautstärke. Wenn ihr zum Beispiel die Vertonung macht und ihr habt verschiedenste Lautstärken und ihr müsst es alles auf einen Nenner bringen, müsst ihr auch so auch eine Art räumliches Denkvermögen haben. Das heißt, ihr müsst wissen, wo soll im Hörspiel später der Sound verortet werden und ist die Lautstärke passend zu dem Rest. Also auch da gibt es so ein kleines Feingefühl, müsst ihr entwickeln, wie man die Lautstärken am besten reguliert oder wie man die aussteuert, dass es später in der Hörspielproduktion natürlich klingt oder ihr wollt etwas besonders hervorheben. Das heißt, dafür müsst ihr einfach auch so, ja, ich sag mal, feine Antennen entwickeln, dass ihr mit den Lautstärken, mit der Lautstärkeregelung einfach zurechtkommt. Ihr braucht auch ein natürliches Gespür für Dialoge. Wenn ihr Dialoge schneidet, werdet ihr feststellen, dass zwischendurch immer wieder Pausen entstehen und ihr müsst diese Pausen so anpassen, dass der Dialog sich wirklich natürlich anhört. Ich habe dazu auch schon ein eigenes Tutorial gemacht, auch wenn ich daran denke, verlinke ich euch das auch in der Video-Caption. Ihr müsst das im Gefühl haben, wie der Dialog natürlich klingt und dass der auch sauber klingt und dass die Pausen richtig gesetzt sind, dass auch eine dramatische Pause nicht zu lange ist, nicht zu kurz ist. Deswegen versucht da auch einfach mal ein Augenmerk drauf zu legen und zu schauen, wie kriegt man denn einen Dialog wirklich natürlich mit einem natürlichen Flow hin. Neben Gespür und Empfindung braucht ihr natürlich auch ein grundsätzliches technisches Verständnis für eure Hardware, weil ihr arbeitet ja mit Computern, ihr arbeitet vielleicht mit Audio-Interfaces, ihr arbeitet mit Mikrofonen, ihr arbeitet allgemein mit Schnittstellen und Software. Das sind alles Dinge, mit denen ihr euch befassen müsst. Es kann auch einfach mal sein, dass ihr irgendwie Software installieren müsst oder dass ihr irgendwelche Plugins installieren müsst. Ihr solltet wissen, was ist ein VST-Ordner und so weiter. Das sind alles so Kleinigkeiten, mit der ihr euch zwangsläufig auseinandersetzen müsst. Und wenn ihr da einfach schon so ein paar Skills mitbringt, ist das schon viel wert. Weil es kann immer wieder mal sein, dass eine Software abschmiert. Ihr müsst etwas neu machen. Ihr müsst Plugins hinzuladen. Schaut euch solche Prozesse einfach an, auch wenn es nervig ist. Also wie man etwas installiert, wie man etwas zum Laufen bringt, wie man vielleicht auch den Rechner ein bisschen pimpen kann oder wie man einfach externe Geräte anschließt. Das hört sich wahrscheinlich jetzt so ein bisschen lame an, wenn man sagt, ja, ich weiß doch, wie man einen USB-Stick anschließt oder sonst was. Es geht aber nicht darum, wenn was funktioniert. Es geht darum, wenn etwas nicht funktioniert. Dann müsst ihr wirklich wissen, was zu tun ist, welche Knöpfe man drücken muss oder welche Software oder Treiber man sich runterladen muss. Klingt jetzt alles ein bisschen oberflächlich, aber oder unnötig, aber aus meiner Erfahrung kann ich euch sagen, spätestens wenn etwas nicht richtig funktioniert, werdet ihr merken, was ich meine. Und da fehlen euch dann vielleicht die technischen Skills, sage ich mal, also die Grundvoraussetzung. Deswegen beschäftigt euch lieber zu früh als zu spät damit. Das war's auch schon wieder mit diesem Video und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch eine so kleine Übersicht geben, was man für den Hörspiel-Cut alles so benötigt. Wenn ihr noch Bock auf ein weiteres Video habt, kann ich euch dieses Video hier empfehlen. Da erzähle ich euch was über die Regieführung bei der Hörspielproduktion. Dann bleibt mir noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.